gerade sagen, wo ist das Fass hin, aber es ist ja hier. Boah, Tiefflieger. Jetzt müsste von Damenberg kommen, so angerannt und dann pam, zwischen die Augen, Alter. Was war das? Schon wieder ein Versorgen. I think so. Ist einem reit. Ich zück mal das Inventar. Denn ich habe noch was genommen. Ah, es ist ein Truthahn-Lockrufer. Oh, ich bin so ein Trottel. Damit kann ich ruhig anfangen. Ich wollte eigentlich einen Fasanen-Lockrufer-Dingsi-Bumsi mitbringen und nicht einen Truthahn-Lockrufer. Naja, hat sich ja gelohnt. Scheiße! Da bin ich immer müde, wenn ich Aufnahmen mache. Das ist doch nicht normal. Wenn ich so generell zocke, ist das nie der Fall. Och ja, das ist sehr spannend hier heute. Ich weiß gar nicht, wie ich die Spannung noch toppen soll. Ich weiß nicht, ist das eigentlich, wenn ich hier oben laufe, dass dann die Viecher das hören und wegrennen? Ich habe nämlich. Ich bin immer so ein. Ich habe no peil und immer so. Ach ja. Wenn wir die ganze Nacht sitzen. Was ist das da hinten? Eine Futtermuckern. Eine Art Zaun. Da haben wir ganz viele Bäume. Schade, ich dachte, die Bären sind da ein bisschen cooler und gehen da gleich voll drauf ab, weil die das riechen und wahrscheinlich Hunger haben und. Das ist kein Bär, oder? Nö. Das sind die Fasanen überall. Seht ihr das da ganz hinten? Wenn ich den jetzt anschieße und hier im Bären dann ist, dann rennen die wieder weg und oh, das will ich immer nicht. Ich hoffe, man hört jetzt nicht gerade die Hunde da im Hintergrund bellen, weil das sind die vom Nachbarn. Ist gerade ein Krankenwagen vorbeigefahren und wenn die sowas hören, dann rasten die aber aus, ey. Dann muss jetzt der Fasan hin? Das wäre bestimmt ein ultimativer Schuss, den da hinten zu erwischen. Das ist, glaube ich, nur ein Blatt, oder? Das bewegt sich ja nicht mal. Das ist ein sehr toter Fasan, aber das glaube ich nicht. Wenn das jetzt am Fasanen geht und sich das Futter holt, dann ist ja aber zappenduster, Alter. Wo ich die Minigun raus und gehe auf Fasanenjagd, ey. Ich weiß nicht, gibt es eigentlich eine optimale Stelle für einen Bärenfass? Weil ich bin ja, wie gesagt, ich bin eigentlich voll der Noob in sowas. Ich dachte, so ein Bärenfass kaufen und Bärenfutter und dann werden die Viecher doch davon alleine hinkommen. Das Ding ist allerdings, hier ist so freie Fläche. Oh, mein Tisch ist übelst dreckig, hier ist ja ekelhaft. Das heißt so der. Wow. Freie Fläche ist und ich nicht weiß, ob die da das riechen, weil normalerweise sind die mehr. Oh, was ist das für ein dummer, beschissener Fasan? Kann ich mal sein Maul halten? Da hinten ist der. Ich denke aber nicht, dass ich den da hinten sehe. Ach, hör mal auf, so zu wackeln, ey. Eine Wolke. Was macht der denn da hinten? Ruft er seine Oma an oder was? Entwickelt sich irgendwas am Fass? Nö. Der Fasan ist schon ein wenig interessant. Wenn man ihn doch sehen könnte. Auf die Entfernung glaube ich, dass er nicht. Weil ich immer zu blöde bin für sowas. Weil ich ja den ersten Schuss auf den Fasan verkackt habe und auf einmal weg war. Ja. Ich bewege die Maus kein bisschen und der wackelt hier mit dem Sniper umher. Wenn man das im echten Leben so machen würde, würde man ohne Stange. Das ist logisch. Achso, ich muss ja auf das Fass achten. Nicht, dass da sich ein Bär hier rüber umher macht und dann auf einmal ich verkacke hier wieder alles. Und dann sind alle ange. Boah, ist gerade ein Vogel reingeflogen, Alter. Ist Flug verboten, ihr wisst schon, ja, darf man nicht durchfliegen und so. Ach ja, ist das spannend, ja.
Auch der ultimativen Jagd mit Norb hier, der ist gerade voll verkackt, die Aufnahme. Dann heißt es wieder, oh, du bist voll LW, Alter, dich deabonniere ich, Mann, du bist voll Kacke. Ich weiß, dass ich Kacke bin, das muss man doch nicht mal gleich noch kommentieren, ey. Ich hab doch auch Gefühle. Naja, mehr oder weniger, aber naja. Es wird ja, ich weiß nicht, ob jetzt Herbst wird, das weiß ich jetzt nicht. Aber es sieht so aus, dann kriegen doch Bären Hunger, weil sie nichts mehr zu fressen kriegen, oder? Also, das denke ich doch mal. Kann doch sein, dass sie im Winterschlaf halten und ich hier noch mehr gefickt bin. Was ist das denn? Eine Mücke an mein Ärmchen hier. So geht das aber nicht. Hab ich noch was zu trinken hier? Huch, ich muss auf das Fass achten. Ich mal das B-Rot. Das Baby-Fernglas, ne? So, haben wir das gut im Blick, während ich schnell was trinke. Ich shake das gerade so ein bisschen, mal gucken. Wirklich noch gut. Ah. Ist das hier wieder mal interessant? Schön, ja, ein dummes Vogeldingens. Zieht er immer weiter, die kleine Drecksau. Ja, da hinten werde ich den nicht sehen. Wahrscheinlich mit einem besseren Fernrohr. Ich habe mir aber nur 500 Dingens gekauft an Geld für das Spiel. Für 4,09 €, ey. Da ich wieder alles ausgeben, was ich an Geld da habe, ne? Also, ich habe mir gestern, ach seht ihr, ich habe mir gestern für meinen Gamer-PC das erste Teil bestellt. Das war ein Mainboard, Schrägstrich Motherboard, wie auch immer ihr das nennen wollt. Das ist, glaube ich, das gleiche. Ich weiß es jetzt allerdings nicht. Das Mainboard für einen Intel-Prozessor. Und da kommen noch mehr Teile dazu. Das wird eine Weile dauern, bis ich den mal zusammen habe. Ich sollte auf das Fass achten. Ich gucke mal da hinten wegen dem scheiß Vogel, Alter. Das ist immer so dunkel. Ich guck mal in die Flasche, wie spät das ist. 12:46 Uhr. Und wir haben noch gar nichts erreicht. Das finde ich aber toll. Jetzt wird es wieder hell. Ah, okay. Glaube ich echt das Fass? Das Fass steht jetzt wirklich schon lange da. Das passiert ja überhaupt gar nichts. Und gar nichts ist immer scheiße. Und bis dahinter latschen, das dauert ewig. Das sind 500 Meter. Ach da. Nein. Ach so, fast ein Kilometer ist das eigentlich. Das geht eigentlich. Ich wollte da sowieso mehr ans Wasser, weil im Wasser, man kennt es ja mal, halt immer, dass ich kenne halt nur die Klischees aus dem Film heraus. Wenn da Wasser ist, gehen da auch Bären hin. Natürlich auch totaler Schranz sein. Aber ich denke mal, die Leute im Film halten sich doch, oder in Dokumentationen, das ist ja auch immer ständig nur am Wasser, wegen Lachse fangen und so ein Zeugs. So, dann holen wir uns mal das Fass wieder. Jetzt müssten Bären uns hinterher und mich wegfetzen und zerfleischen und zerreißen, mir die Klamotten klauen, beim Mediamarkt hingehen und einen Kredit aufnehmen. Was? Ja, einfach ignorieren, was ich sage. Das ist manchmal einfach nur Schwachsinn. So, jetzt haben wir unser Fässchen wieder. Das klauen wir jetzt mal den Bären und gehen mal zu unserem eigentlichen Punkt, den ich die ganze Zeit ansteuern will. Gucken, ob der Vasan noch irgendwo rumstawinert. Starreunert und Stavinert und Stablibble. Den knall ich ab. Den knall ich ab. Ab. Den knall ich ab. Den knall ich ab. Ich will ihn doch nur abknallen, den kleinen Fasan.